Moin. Ja, jetzt schon wieder soweit, Silvester. Und ja, da wollen wir uns mal ein bisschen schick machen für den letzten Tag im Jahr. Wurde ja auch schon in einigen Kommentaren im letzten Film bemängelt, wie die Rasur im Moment ist. Ja, dann wollen wir doch mal dabei gehen und ein bisschen hier für Ordnung sorgen, weil das geht ja nun wirklich nicht, ne? Wie rum er läuft, wie aus er sieht. So, ja, mein Setup heute zum Rasieren, ganz klassisch. Ich habe hier schon warmes Wasser eingelegt, extra den Rasierer, Klinge. Haben wir hier ein Wilkinson, das Standardmodell, was es in jedem Drogeriemarkt zu kaufen gibt und das schon seit Jahrzehnten mit der passenden, na, komm her. Wilkinson-Klinge, gerade frisch eingelegt. Und dazu gibt es Palmolive Man, Klassik, gibt es auch schon seit Jahrzehnten. Das wollen wir mal nehmen. Ja, und als Aftershave habe ich dann das gute Petralon. Das benutze ich zwar noch nicht so lange. Früher habe ich immer, ja, was habe ich genommen? Axe Alaska oder auch von Harley Davidson gab es auch so ein schönes Aftershave. Das habe ich damals immer beim Schlecker gekauft. Ja, den gibt es ja auch nicht mehr. Und irgendwann hatte der das auch gar nicht mehr im Programm. Keine Ahnung, wann die das aus dem Programm genommen haben. Das war irgendwann Anfang, Mitte der 2000er. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Pinsel. Am Start. Palmolive-Creme. Heute mal die gute Palmolive-Creme und nicht den Rasierstick. Ein bisschen was hier in den Pinsel rein. Dann schäumt auch gut auf, so wie früher. Hallo Peer, na, was wolltest du machen, hä? Aber komm gleich. Willst du einen Hocker haben? Ja, dann musst du den Hocker mitnehmen. Papa rasiert sich just und dann bist du gleich dran, kannst du Hände waschen, Zähne putzen, ne? Das Übliche. So, mal gucken. Ach, meist auch vergessen, wir wollen eine ordentliche Rasur machen. Ne? Ich bin jetzt ja hier mit live dabei, Peer. Hören dich ja alle. Den lassen wir noch zu. So. Papa den auf. Das jetzt so weggezogen kriegen, wir werden sehen, am besten von oben an. Papa, da rein. Ja. Zwischendurch die Klinge auswaschen, hast du vollkommen recht. Oh, Papa, den Papa. Hier.
geschnitten, hat er sich auch. Neue Klinge sieht man sofort. So. So, passt das? Beides gleichmäßig? Könnt wohl hinkommen, ne? Ja. Sagst du auch, ne? Hm? Nö, alles gut. So, dann wollen wir nochmal drüber gehen hier. Nee, das legt man da schön wieder hin. Das sind die Rasierklingen. Das ist noch nichts für dich, mein Freund. Du musst nur noch ein paar Jahre warten, dass du das benutzen kannst. So. Kannst du gleich deine Hände waschen. Aber jetzt ist Papa hier im Bad. Oh. Oh. Handtuch brauche ich auch gleich, Pia. Hä? Das Handtuch brauche ich auch gleich. So. Daddy. So, gib mal das Handtuch her. Dankeschön. Papa, drei her. Ein her, Papa. Ja. So. Daddy, ich bin dran. Jetzt bist du gleich dran. So, jetzt brauchen wir das Aftershave. So. Sieht schon besser aus, ne? Zum Abschluss des Jahres können wir einfach mal halbnackt rumrennen. Ne? Auch in Ordnung. So. Hm. Habe ich auch. Du auch? Willst du auch ein bisschen Aftershave haben? Ja. Ja, guck mal, der fängt auch schon jung an. Guck mal hier, kriegst du da einen Tropfen hin, da einen Tropfen hin, riechst du auch lecker, ne? So. Hm. Ja, siehst du? Der Sohnemann macht das Pitralon auch. Ja. Ja, so. Na, da haben wir uns doch geschnitten. Ja, kann schon mal vorkommen, ne? Eifer des Gefechts. Ja, wunderbar. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann sehen wir uns dann bei irgendeinem anderen Thema wieder. Also, macht's gut. Genießt morgen den Feiertag und wir sehen uns. Ciao.